Ja, die Praxis Family checkt. Heute geht es um das Thema Zero-In von der Firma Root. Hi, ich bin Matthias von die Praxis Family. Heute möchte ich euch das Zero-In vorstellen von der Firma Root Brands. Ich finde diese Firma aktuell absolut genial und passend. Diese Firma ist ja noch recht jung. The Root ist seit 2000 mit seinen Produkten am Markt. Die Entwicklungszeit der Produkte allerdings liegt weit, weit davor. Also es wurde jahrelang an diesen Produkten getüftelt, geforscht. Primär durch die Dr. Christina Rahm. Und Zero In ist eins der phänomenalen Ergebnisse, das im Moment zu unserer Zeit passt wie die Faust aufs Auge. Jeder von euch, der sich mental erschöpft fühlt, gestresst fühlt, nicht so ein dickes Fell hat, müde fühlt, dynamiklos fühlt, vielleicht eine schlechte Stimmung hat, jeder von euch, der merkt, dass der Sex-Drive nicht so da ist, ja, diese dynamische Libido, diese Lust am Leben, für die Personen ist das Zero In absolut genial. Es gibt noch eine Personengruppe, auf die komme ich später zu sprechen, aber das ist so die Hauptpersonengruppe, für die Zero In gemacht ist. Warum ist es so genial? Naja, das Produkt besteht aus 5 wichtigen elementaren Phytonährstoffen und 2 Katalysatoren. Und das rauszufinden, diese Formel so zusammenzustellen, dass diese Mittel, die da drin sind, wirklich funktionieren. Das ist herausragend und das ist die Leistung von Dr. Christina Rahm, was ich absolut genial finde. In den Kapseln sind Stoffe enthalten, die dazu führen, dass das Mikrobiom im Darm wieder in die Lage versetzt wird, optimal die Vorstufen herzustellen und zu synthetisieren, die das Gehirn braucht, um Dopamin herzustellen und Serotonin herzustellen. 2 grundlegende und wichtige Neurotransmitter im Gehirn, die in unserer Zeit aktuell leer laufen. Sie laufen leer, weil sie einmal sehr stark verbraucht werden und weil der Darm bei den meisten normalwestlichen Bürgern nicht mehr richtig in der Lage ist, das herzustellen, aufgrund von leisen, stillen Entzündungen im Darm, die kommen durch Giftstoffe wie Schwermetalle, Leichtmetall, Aluminium oder Glyphosat oder andere Pestizide und durch verschiedene Fehlbesiedelungen im Darm wie mit Pilzen, Candida, mit Parasiten, bestimmten falschen Bakterien und durch eine chronische leichte Entzündung, die entstehen kann durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, vor allem gegen das Gluten und die Milchprodukte. Das heißt, unser Darm ist nicht mehr optimal in der Lage und die Bakterien im Darm, das Mikrobiom, sagt man dazu, ist nicht mehr optimal in der Lage, diese Vorstufen herzustellen und wir laufen über die Zeit leer. Denn auf der einen Seite fehlt der Nachschub und auf der anderen Seite verbrauchen wir viel mehr. Gut, soweit so gut. Was macht jetzt das hier, was wir da einnehmen? Nun, es sind Vorstufen drin. Das ist einmal das Theanin, das ist Tyrosin, das ist die Mucuna-Bohne, das ist Kurkuma, was drin ist, und Pinienrindenextrakt. Und alle 5 zusammen bilden eine Synergie, die es dem Darm und der Darmflora wieder ermöglicht, diese Vorstufen für die Neurotransmitter zu bauen. Und das Ganze allerdings funktioniert nur und umso besser durch die Katalysatoren, die drin sind. Und das ist einmal eine Mischung mit Vitamin D und mit Koffein. Allerdings in einer Form, die für den Körper gut verträglich ist. Es ist nicht vergleichbar mit Kaffee oder Kaffee trinken. Es ist ein Koffein, das gewonnen wurde aus Blättern von einem Kaffeebaum, aber nicht aus der gerösteten Bohne. Das heißt, die ganzen schädlichen und übersäuernden Röststoffe sind da nicht drin. Es ist dehydriertes Koffein, das absolut gut verträglich ist und mit vielen, vielen guten Studien auch belegt ist. Und das sorgt dafür, dass über die Darm-Hirnachse, über den Vagusnerv, wieder die Stoffe in den Körper kommen, die das Gehirn braucht, wieder die Stoffe ins Gehirn kommen, die das Gehirn braucht. Wenn das Gehirn genug Dopamin hat, ist es wieder in der Lage, klar zu denken, fokussiert zu sein, klare Entscheidungen zu treffen, ruhiger zu werden. Diese Überaktivität und Zippeligkeit hört auf. Und da sind wir auch schon bei der Zielgruppe, die vielleicht noch in Frage kommt. Das sind nämlich Kinder mit dem Verdacht auf Hyperaktivität. Und diese Kinder können auch mit der Zero-In-Kapsel hervorragende Fortschritte machen, viel, viel besser so zu versuchen, als mit den schulmedizinischen Varianten wie Ritalin und Co.
Das ist unsere Meinung als Therapeuten und auch die Erfahrung, die wir bis jetzt schon mit Therapeuten oder mit Patienten gemacht haben. Wichtig ist, wenn man das Kindern verabreicht, dass man die Dosierung möglicherweise vorsichtig steigert, also vielleicht erstmal eine halbe Kapsel nur nimmt, einmal am Tag, guckt, ob das Kind das verträgt, ob sich irgendwelche Phänomene auftun und langsam steigert auf dann eine Kapsel am Tag am Morgen. Bei Erwachsenen ist es so, dass man zwei Kapseln am Tag nehmen kann. Aber machen wir weiter mit den Wirkungen. Das Dopamin wird besser, das heißt, das Belohnungssystem im Gehirn funktioniert wieder besser und wir entwickeln eine bessere Zufriedenheit. Denn eines unserer ersten Belohnungsimpulse, wenn etwas gut gelaufen ist im Leben, ist, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Aus dem Dopamin entsteht dann im Folge des Neurotransmitterkreislaufs die GABA-Säure. GABA wird quasi dadurch, der Impuls für GABA wird gesetzt durch das Dopamin. Und das GABA sorgt dafür, dass wir so dieses zufriedene Wohlgefühl haben. Menschen, die zu wenig Dopamin haben, können umgekehrt auch nicht dieses zufriedene Wohlgefühl entwickeln, fühlen sich also nie wirklich wohl. Dann kommt das Serotonin. Serotonin ist der zweite Neurotransmitter, der uns glücklich fühlen lässt, der uns gut gelaunt sein lässt, der uns happy macht. Und Serotonin ist aber gleichzeitig die Vorstufe für Melatonin. Und das kann auch nur im Gehirn gebaut werden, aus Serotonin. Melatonin ist absolut wichtig, einmal natürlich fürs gesunde Schlafen, aber, was noch lange nicht so bekannt ist, für die Entgiftung vom Gehirn. Melatonin ist der stärkste Gift- und Radikalfänger im Gehirn. Das heißt, wenn wir ein gesundes Gehirn haben und behalten wollen, brauchen wir ein gutes Melatonin. Und dafür ist die Voraussetzung ein gesundes Serotonin. Und die Voraussetzung dafür ist, dass unser Darm ausreichend in der Lage ist, das herzustellen. Deswegen finde ich Zero-In den absoluten Treffer. Mit Zero-In habt ihr die Möglichkeit, wirklich da 2, 3, 4 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und durch die verbesserten Neurotransmitter im Gehirn verbessert sich automatisch die Fähigkeit des Hypothalamus und der Hypophyse. Das heißt, die Steuerzentrale für alle Hormone im Körper wird dadurch besser. Und das bedeutet wiederum, dass Nebenniere besser funktionieren, die Sexualhormonentwicklung besser funktioniert, die ganze Cortison-Adrenalin-Hormonentwicklung besser funktioniert, Schilddrüsenhormone besser funktionieren. Das heißt, das ganze Hormonsystem wird wieder ausbalanciert, einfach nur durch den Eingriff in die Förderung von Dopamin und Serotonin. Leute, das ist der Knaller. Dieses Mittel ist richtig gut. Selbstverständlich macht es Sinn, nach den Ursachen für die Mängel zu suchen, den Darm zu kitten, zu reparieren. Dafür haben wir allerlei Informationen und Möglichkeiten im Dr. Mama-System zur Verfügung. Aber dennoch ist es auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, hier was zu haben, was auf die Schnelle einen Push geben kann und euch noch weiter nach vorne bringt. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, wir haben das unten verlinkt, dort könnt ihr das, da habt ihr den Link fürs Produkt, einfach draufklicken, dann kommt ihr dahin. Besorgt euch das Ganze, es wird aus den USA geliefert nach Europa, allerdings habt ihr kein Problem mit dem Zoll. Soweit die Erfahrung, das ist ein Lager wohl in Europa, in Deutschland für den deutschen Markt. Ich glaube auch in den anderen Ländern ist jeweils ein Lager vorhanden, sodass das über den Teich schon gebracht ist. Ihr habt natürlich trotzdem einen etwas höheren Portopreis, weil das mit eingerechnet wird, das Verschiffen und der Zoll und die ganzen Gebühren. Aber ihr habt keine Sorge mehr, dass ihr zum Zoll laufen müsst und irgendwas deklarieren müsst etc. Das heißt, die Produkte kommen auf jeden Fall innerhalb von 2, 3 Tagen nach Bestellung bei euch an. Und dann könnt ihr damit eure Erfolge feiern. Okay, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Viel Erfolg mit Zero-In. Ciao, der Matthias.